Dann größter Credit bis jetzt ist Bier von 1 zu 2 Boys und BRZ, gell? Obviously, leider, ja. Wieso leider, Digga? Erzähl Nein, mal, nur Spaß. Erzähl mal die Story, wie es dazu gekommen ist. Keine Ahnung, ist leider gesehen von, ich würde gern andere Sachen schon, die größer werden, weißt du, ich meine, nicht ewig, weißt du, im Sinne von, ich bin dieser Bierproducer, du, type shit. Aber man worked halt. Aber wie es zu dem Ganzen kam, war eigentlich, ich habe den Beat separat schon lange vorher gemacht, so 2-3 Monaten, bevor ich Simon Jonell geschickt habe auf Facebook, weil der allgemein halt von meinen Homies auch, die kannten den halt schon. Oder ja, allgemein Jonell. zu der Zeit war einer von BHZ. Okay, okay. Aber zu der Zeit war halt BHZ auch noch klein, die hatten so unter 5000 Follower und 102 Boys genauso, so type shit. Entschuldigung. Du hast die gepumpt damals, oder wie, oder gekannt? Ja, also BHZ nicht direkt, aber 102 Boys habe ich gewittert teilweise sehr gefeiert. Das war halt noch sehr anderes Stil damals. Aber sie machen ja auch ein bisschen mehr melodischere Sachen auch, also Chapo und so, was ich so mitgekriegt habe. Aber ich bin jetzt nicht so jemand, der sie wirklich aktiv hört, würde ich sagen. Also, weil du eher hauptsächlich melodische Sachen... Ich hör viel Melodisches, safe. Wenn man... Ich weiß nicht, wann allgemein mehr Solo-Shit von mir droppen wird, aber ich habe jetzt erst einen Track gedroppt. Nächste wird wahrscheinlich so in einer Woche oder sowas droppen. Ich muss nochmal Spotify auf Eid kriegen. Du hattest ja schon einen auf Spotify. Ich sehe, was up ist. Aber das ist nicht über mein Spotify gedroppt. Ah, über Team 128. Genau, okay, ja, safe. Okay, okay. Ich versuche halt mein Spotify jetzt gerade ein bisschen zu pushen. Es ist halt ein bisschen RIP, weil ich es irgendwie, also nicht ich direkt, aber irgendjemand hat halt irgendwann begonnen, seinen Text groß zu schreiben. Und dann ist ein neues Spotify-Artist-Profil entstanden, halt mit Samples groß geschrieben. War es bei Tracks, die du produced hast? Oder was ja, natürlich. So, es hat begonnen halt mit Heini hat Samples groß geschrieben. Und dann gab es halt dieses zweite Samples-128-Profil und jetzt schreibt es jeder groß und ich bin so, yeah. Aber, achso, Samples-128 groß oder was? Also ja, großes S. Profil. Großes S. Ah, und das ist mit kleinen S? Ja. Okay. Das ist halt ein bisschen zart. Deswegen, ich muss das noch irgendwie klären. Wenn das erledigt ist, dann wird auch, glaube ich, konstanter was auf Spotify droppen. Safe, Digga. Ja. Yeah. Und wie du es denen dann geschickt hast, du hast dich zuerst irgendwie, weißt du, gab es Probleme mit dem Vertrag und sowas. Bro, wie war das, keine Ahnung, mega Filme, ich muss ehrlich sein. Auch, dass Leute daraus lernen können, weißt du, wie sie mit sowas umgehen sollen, dass sie Leuten Beats schicken und so. Ja. Allgemein so. Was hast du damals nicht gewusst, was du jetzt weißt durch diese Situation? Schaut auf jeden Fall halt, wie viel Prozent ihr auch kriegt, halt nicht nur vom Copyright-Geld, weißt du, ich meine, sondern allgemein halt vom gesamten Cake, weißt du, ich meine. Copyright-Geld. Ist halt wieder was Eigenes, halt Game und AKM-Shit, sprich, wenn sie live spielen. Also so, um es kurz zu fassen, ich habe im Endeffekt nur jetzt das Copyright-Geld halt von dem Track, also im Endeffekt. Ja, es ist schon gut Geld. Was bedeutet das Copyright-Geld? Copyright-Geld ist das, was, wenn Artists halt live spielen. Echt? Oder CDs verkaufen, alles was so. CDs? Auch zum Beispiel, ja. Aber keine Streams? Nicht direkt, nein. Also so ein bisschen, bisschen okay, Abfuck, okay, aber okay, 15 okay. Millionen Streams wäre schon sick, Alter. Hätte ich ein paar Sorgen weniger, ich bin ehrlich. Aber ey, macht keine Fehler, seid smart. Das heißt, was hättest du, wie wir lass euch nicht den Vertrag stressen, lass euch nicht wie stressen. Den Vertrag, weil am Anfang hast du ja einfach nur 100 Euro verlangt für den Beat, gell? Ja, das war halt noch Zeit, es war mein erstes Placement mehr oder weniger. Ja. Und da denkt niemand so nach. Niemand denkt beim ersten Placement nach, wird es blown. Ja, natürlich so. Und keine Ahnung, ich habe mich zu der Zeit noch nicht so ausgekannt. Ich habe jetzt einen Homie, wo ich nicht den Namen nennen mag, auch dann noch gefragt. Und er so, ja, aber beeil dich, weißt du, dass das schnell geht, das ist wichtig, dass da alles passt. Und im Endeffekt haben wir halt uns einfach zu sehr stressen lassen und nicht smart gemoved. Ja. Also, wie gesagt, lasst euch von keinem stressen. Ihr Loki, ihr sitzt am längeren Hebel. Ja, safe, Digga. Und was hast du dann gemacht, um dein Geld, das Geld rauszubekommen? Einmal ein Jahr ist gar nichts passiert und ich habe mich halt bei der AKM gemeldet gleich und bla bla bla, weil ich so war, okay, passt, ich will zumindest den Bag, wenn der blowt, weißt du, ich meine. Oder er ist schon geblowt, es war so ein 100k in einer Woche oder sowas. Oder dann zwei. Hast du dich gleich angemeldet? Ja, und ich war so, holy shit. Okay. Dann habe ich AKM instant angemeldet und den Track halt angemeldet, bis ich dann ein halbes Jahr später oder dreiviertel Jahr später drauf gekommen bin, dass sie mich gar nicht angemeldet haben als Producer.
Als was dann, oder was? Also als Producer standen die Artists drin. aber das Ding ist halt, das war halt auch wack, weil wenn es bei Spotify ist, ist ganz ehrlich, ist mir egal, what the fuck, I don't care. Aber halt, wenn es bei AKM und bei GEMA so eingetragen ist, ist das schlecht, weil da verlierst du Geld. Ist nicht gut. Ist gar nicht gut. Im Endeffekt, ich war dann halt ein bisschen verzweifelt so und wusste nicht wirklich, was tun. Hab dann Gott sei Dank ein bisschen einen Mentor gefunden, so Frank Sinatra, der mir dann ein bisschen da geholfen hat und dann auch mit Optimane geredet, wie die in Wien waren. Und der arbeitet ja bei Munter Entertainment, das ist ein Verlag in Berlin. Und wir haben dann das dann alles besprochen und im Endeffekt, das heißt, einen Admin-Vertrag für Bier gemacht. Mittlerweile bin ich bei denen voll gesigned, aber halt das wirklich nur bürokratische Sachen, sprich alles, was ein Copyright und richtig anmelden und solche Sachen und auch jetzt, wenn konstant Tracks droppen. Ich meine, ich glaube, in der Woche sind allein jetzt 15 Tracks oder 16 Tracks von mir produced gedroppt. Ja, Digga, Jamin Messer, Shoutout Jamin Messer. Aber drei Ruben andere Davis auch und noch. Sin Davis und? Save Mine Track. Dein Track. Und dann noch irgendwas von Skinny oder sowas. Nein, irgendwas. Lass mich klonen. Irgendwas ist noch gedroppt. Ja, safe. Also auf jeden Fall ziemlich crazy gewesen. So. Sehr viel gedroppt. Das von Fiji ist auch gedroppt, weißt du, Type Shit. So. Was? Paris Fashion Week. Das ist von dir produziert? Ja. Okay. Und ich glaube, und das ist echt untergegangen, ich glaube von, kennst du 4G Eddie oder so? Oder ja. Lost Boy Slim? Irgendeiner von den beiden hat da auch noch mitproduced. Das Sample halt. Echt? Okay, das ist wahrscheinlich 4G Eddie gewesen. Ja, dieses Free I Am. Ist dieses Tag drin und Free I Am. Ah, okay, okay. Safe. Also ein bisschen untergegangen, aber ich muss. ich bin krass, auch jemand so, manchmal sage ich so, ja, wenn so, weißt du, wie ich meine, wenn ich mit der Person wirklich ficke, jetzt zum Beispiel Too Broke for Fiji, wir haben da so ausgemacht, ja, passt, ich gebe dir die zwei Beats, weißt du, wie ich meine, so, ich muss ja, er hat nicht mal wirklich Trackouts oder sowas gebraucht, so. Und er war halt so, ja, passt, ich mache dir halt zwei Tats dafür, weißt du, wie ich meine, so. Type Shit. So ein Deal, Alter. Der Beat ist halt, eigentlich waren es drei Tracks. Cousin, oder? Ja, Cousin ist auf jeden Fall einer davon.